Einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich starte wieder in Karls Zimmer und zwar haben wir heute ein bisschen was vor. Wir müssen irgendwie das Zimmer umräumen. Die Problematik ist folgende, hier sind die Steckdosen alle nur irgendwie unten platziert beziehungsweise auf einer Höhe, wo er rankommt. Und wir haben jetzt folgendes, er hat jetzt sein Bett offen, also dass er hier immer raus kann, weil er jetzt in der Größe und also so groß ist und die Fähigkeit hat, aus seinem Bett raus zu klettern. Und das ist ja gefährlich, weil dann fällt er eher raus. Und deswegen bleibt es jetzt offen. Die Schwierigkeit ist jetzt bloß folgende, wenn es offen ist und hier das Babyphone steckt an der Steckdose, wo er rankommt, dann könnte er es easy rausziehen. Und das ist gefährlich, logischerweise. Und dann hat das Babyphone ja auch noch ein Kabel und dies und jenes. Deswegen müssen wir jetzt irgendwie alles hier umräumen und es irgendwie so bauen, dass wir eine Steckdose zubauen, dass er da nicht rankommt. Und dass das Babyphone dann so da angesteckt ist, dass wir es trotzdem noch abmachen können, weil wenn wir irgendwo hinfahren, dann müssen wir das Babyphone ja mitnehmen. Wir können das jetzt nicht da irgendwie hinter einem Schrank und dann festschrauben und das Babyphone geht nie wieder da weg. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen kreativ werden und hier alles ein bisschen umbauen. Was mir aber auch ganz recht ist, weil, Veränderung macht Spaß, umräumen und so. Und wir müssen jetzt aber erstmal ausmessen. Meine Idee war, dass wir dieses Regal hier, das Kallax-Regal, da irgendwie davor machen. Dahinter dann was langlegen, eine Verlängerung und oben drauf das Babyphone. Da muss aber der Wickeltisch ab, also der ist festgebohrt, das Kallax-Regal ist auch fest an der Wand. Dementsprechend müssen wir jetzt hier ein bisschen größere Umbauarbeiten vornehmen, aber ist kein Problem, es ist früh am Morgen, wir sind motiviert, glaube ich zumindest, bist du auch motiviert? Ja. Ich mache mich jetzt auf den Weg mal eben kurz in den Baumarkt. Wir brauchen nicht zusammenfahren, weil ja nur ich rein darf. Ich hole jetzt eine Verlängerung, so eine Dreierverlängerung, so eine halbe Meter oder was das ist, die wir dann dahinter hochlegen, weil wir können jetzt das Regal noch nicht festschrauben, wenn die Verlängerung noch nicht dahinter ist. Und wir haben Steckdosensicherungen bestellt, hatten wir sowieso schon. Unabhängig davon, solche normalen, also die dann in der Steckdose immer bleiben. Und so eine machen wir dann da drunter. Das heißt, wenn er das rausziehen würde, was er aber nicht hinkriegt, dann ist da trotzdem nochmal eine Sicherung dahinter. Ich präsentiere euch mal den Zwischenstand. Also, das Regal steht jetzt hier, das Babyphone ist da und dahinter diesem Teil hier ist die Steckdosenleiste. Jetzt konnte man hier mit den Pflanzen auch schön dieses Batteriefach von der Lichterkette verdecken. Alles super. Der Lichtschalter dahinter, da kommen wir jetzt ran, wenn man das rauszieht, aber hier gibt es ja noch einen Lichtschalter. Deswegen ist das kein Problem. So, der Wickeltisch steht jetzt hier drüben und zwar genau mittig. Abgemessen zwischen den Fenstern. Der Tisch hier, die Tür geht noch auf, habe ich auch geguckt. Und die Küche stand irgendwann schon mal da und ist jetzt halt wieder da. Und den Teppich habe ich jetzt erstmal hier so in die Mitte. Mal gucken, ob mir das so zusagt. So, und hier drüben ist jetzt die Ecke frei. Da stand erstmal zwischenzeitlich die Küche. Aber Karl hat ja immer noch diesen Hängeball, den wir eigentlich mal ursprünglich hier in die Ecke hängen wollten. Tja, das wäre auch noch eine Option. Entweder, da können wir nachher mal gucken, entweder in die Ecke und dann die Küche wieder dahin oder den Wal hier in die Ecke. Das bin ich mir gerade irgendwie noch nicht unschlüssig. Ich bin mir noch unschlüssig, noch nicht sicher, so rum. Was da besser ist, ich weiß halt nicht. Also er hat bei beiden ungefähr gleich viel Platz zum dann Schaukeln und sowas. Wenn der hier vom Fenster hängt, dann wird der wahrscheinlich ein bisschen weniger Licht hier reinkommen lassen. Und hier vorne ist es wahrscheinlich besser. Ich weiß es nicht. Wir müssen den Wal erst mal ausgraben. Und deswegen ist der nächste Schritt, was wir überhaupt jetzt machen. Hier liegt nämlich ganz viel Zeug noch, was auf dem Dachboden muss. Und deswegen räumen wir jetzt mal den Dachboden um und auf, damit wir halt alles hochbringen können.
und suchen dabei dann den Wal und hängen den dann auf. Mal gucken, ich habe keine Ahnung, wie spät es jetzt ist, ob wir dann wegen Bohren halt, ob es dann schon Mittag ist, aber man kann es ja wenigstens anzeichnen. Genau. Und dann ist das Zimmer nämlich soweit fertig, wenn der Wal hängt. Und die Löcher müssen noch zugegipst werden von den Dübeln. Aber das Zeug dafür ist auch auf dem Dachboden, also müssen wir eh erstmal hochgehen. Schon wieder ganz schön viel Zeit vergangen zu dem Zeitpunkt, wo ich den Vlog angefangen habe. Es ist mittlerweile zum Beispiel auch viel wärmer. Es sind 30 Grad oder so. Ich weiß nicht, ob man sieht, dass ich rot bin. Ich komme gerade von draußen, der Kali. Jedenfalls wollte ich gerne jetzt in diesem Vlog noch ein kleines Unboxing machen. Das Problem ist, ich habe schon ganz viele Sachen die letzten Tage ausgepackt. Irgendwie haben wir voll viel bestellt. Aber ich habe das voll... von dem Arbeitszimmer... Hab das aber irgendwie voll vergessen mitzufilmen, aber das ist jetzt nicht das einzige Paket, also das habe ich gerade aus dem Paketshop geholt und es kommen aber diese Woche und nächste Woche kommen noch mehr und das filme ich dann auch noch mit. Das ist jetzt eine Bestellung von Hollister, aber für mich ist davon eh das wenigste, aber ich zeige es euch trotzdem alles. Das ist rosa, das ist für mich. Und das ist aber schön. Das hat so, ihr seht schon so Spaghetti-Träger und dann hier hinten so, ist es so, na, wie nennt man das? Naja, durchsichtig halt. Das ist total schön. Der Stoff fühlt sich auch hier innen drin angenehm weich an. Das ist, ich habe es bestellt in einer Größe. Dann bitte das andere zuerst ausziehen, bevor du das anziehst. Ich zieh das jetzt nicht an. In einer Größe S. Das wird mir sicher passen. Das ist das Problem beim Online-Shopping, aber ich sehe es nicht einen Test, also so einen Selbsttest oder so einen offiziellen Test mit Dings bis ins Gehirn reinstecken zu machen, nur um ein paar Klamotten zu shoppen. Deswegen, so, das andere ist ein Pullover, der so abgeschnitten ist. Ich weiß, jetzt gerade ist das Wetter nicht die Pullover. Jetzt gerade sind wirklich sehr viel Grad, 30 Grad mindestens. Aber ich stehe total auf solche Pullover, die halt nicht so lang sind und keine Kapuze haben. Ich weiß nicht, da gibt es bestimmt einen Fachbegriff für. Der ist total weich und es ist auch eine Größe S. Ich unboxe jetzt mal die Sachen von Tim. Er ist eh nicht da, er kann sich nicht dagegen wehren. Riesengroßer Pullover mit einem Aufkleber. Der ist aber, also es ist ein relativ dünner Pullover, so nur mal so zum drüberziehen. Mit oder was weiß ich, was ist da schon so. Ich glaube, den habe ich ausgesucht, bin mir aber nicht sicher. Dann haben wir hier noch ganz viel Unterwäsche. Das sind alles nur Unterhosen. Ja, das war's auch. Neuer Tag, neues Paket und ich habe das eine Oberteil an, was ich gestern geunboxed habe. Ich habe das gestern Abend, die Perspektive ist gruselig, ich habe das gestern Abend gewaschen, aufgehängt und heute früh war es trocken. So, und das kam heute. Richtig, so. So, und da sitze ich hier im Videoschnitt und ich habe gerade zwei Videos geschnitten und beide haben einfach keine Endszene, kein Ende. Deswegen wird das jetzt wahrscheinlich so mein Universalende für die beiden Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Es gibt jetzt auch wieder regelmäßigere Videos, öfter und regelmäßiger, denn ich habe einfach jetzt viel mehr Zeit und ich habe ganz viel gefilmt und ich werde ganz viel filmen. Es wird ganz viel zu sehen geben demnächst. Deswegen abonniert gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare, am besten was Nettes. Ja, und dann bis zum nächsten Video.